Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battlefield 1 auf der Xbox One. Wir hatten gerade die Morgendämmerung abgeschlossen und gehen jetzt zum nächsten. Du warst zur ersten Mission, das andere war ja gerade nur Tutorial. Um da ein bisschen Steuerung kennenzulernen. Komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jenny. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Verdammt. Oh! Nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien ihre Artilleriestellung zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Combray. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Nein, ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Okay, auf zum Panzerfahren. Wie fahrt denn eigentlich? RB. RT, verzeihung. Ja, Dr. Vogelhart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ja, ich reiße jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, dieser Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam mach ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt! Das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf. Und dann kommen wir. Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon. Leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Okay. Verschafft unseren Jungs etwas Platz! Das ist unser Einsatz! Voll Gas!
gut, nein, ich habe jetzt mal mit linken Stick und da fährt sich deutlich besser. Ich sehe gar nicht auch richtig, was ich schießen soll. Also auf dahin grob. Nein. Ach so, er da, er den sehe ich. Oh, da Schlamm. Das regnet ein bisschen, ein Stückchen weiter links. Zum Glück sitzen wir im Panzer und müssen hier rumlaufen. Ist der Kumpel? Ja, der ist, fährt in die gleiche Richtung. Schaffen wir das? Klar schaffen wir das. Habe ich da nicht drauf geschossen? Ja, alles platt machen, sind ja riesig. Vorwärts, damit wir freies Schussfeld auf die Feldgeschütze haben. Wow. Jetzt bleiben wir hängen. Nein, das hilft auch nichts. Kann mir klettern? Nein, wir kommen überhaupt gar nicht hoch. Okay, sei es drum, fahren wir ein bisschen. Das war eigentlich nicht mein Plan, ich würde eigentlich genau darauf fahren. Fahren auf das Geschütz. Ein bisschen hier lang fahren, um dann hier durchzukommen. Schön, machen wir ein bisschen Kongo Quest, wir übernehmen das mal alles hier. Ja, Panzer macht das deutlich. Granate. Mal gucken, den hier, ne? Und die zwei. Sehr gut. Halten und weiter unter Druck setzen. Ich sehe eure ohne Kanone. Wir sind rechtschaffene Männer. Gut gemacht. Ja. Jetzt nehmen wir den nächsten Graben ein. Wow. Der ist erledigt. Gut, fahren wir weiter und Richtung B. Schaffen wir das? Natürlich. Macht uns deutlich langsamer. Und die war schön vorbeigeschossen. Ein Maschinengewehr weniger. Also Schlamm sollten wir meiden, aber das andere können wir echt drüber fahren. Das fahren wir nicht. So. Das ist gut. Wir zeigen es Ihnen, Jungs. Da hinten ist noch einer. Haben wir gewischt. Und wer schießt auf uns? So richtig sehe ich es nicht, woher das kommt. Daher. Okay, weiter geht's. Fahren wir Richtung Charlie. Ja, versteck dich nur den kleinen Mast. Bringt natürlich gar nichts. Au, wie genau reingefahren. Okay, war vielleicht nicht gerade sehr gut. Reparieren wir das Ganze mal. Okay.
66%. Geht recht schnell und wir reparieren schneller, als dass sie Schaden machen. Natürlich nicht optimal für unsere Mitspieler. Wo ist denn noch was? Ah, da. Vielen Dank. Ist er kaputt? Nein, noch nicht, aber wir sind fast kaputt. Wir müssen sie am Laufen halten. Nein, nur treffen müssen wir. Und 1%, nein, komm. Ich repariere wieder, es dauert ein bisschen lange, aber ich... Sehr gute Arbeit, Jungs. Wir fahren weiter. Oh, das ist jetzt... Schön. Sie bewegt sich nicht. Finch, geh raus und sieh dir das an. Pass auf deinen Arsch auf, Finchy. Edward, du gehst ihm zur Hand. Okay, jetzt hören wir raus. Und mal gucken, was uns da erwartet. Ja, Edward. Edward, alles gut? Ja, Mann. Sicher? Ja. Oh, ist er weg? Ja, wir haben einen Schlüssel. Wir machen das selber. Total einfach. Komm, wie lange? Okay, wir reparieren mal. Denn ja, das wird dann 14 oder voll geladen. Dass wir dann gut starten können. Ich weiß gar nicht, wo man das Zeug eigentlich findet. Da gab es noch recht viel zu finden, aber ich weiß nicht, wo ich dahin. Ich sehe es gerade. Ja, da ist es. Okay, ein Geschütz zerstört, da ist noch ein zweites. Auch zerstört. Da hinten ist noch einer. Was heißt da hinten? Das ist ja neben uns rechts. Schön, die rennen doch einfach alle rein. Das ist auch. Was schießt denn da noch ins Großes? Weg ist er. Reparieren wir wieder. Ich glaube, ich bin sehr oft an Reparieren. Nein. Schön, wie ich überhaupt, wie schön dran vorbeischieße. Haben wir da 50% erreicht? Stellen uns mal kurz nicht hin und reparieren uns nochmal, da ich gerade nicht wirklich viel sehe, wer und was auf uns schießt. 90% und noch einmal und sind wir gleich fertig. Ich weiß gar nicht, wie das dann hier im Multiplayer-Match ist. Ob das denn auch so fix funktioniert? Wird natürlich etwas anspruchsvoller, dann so ein. Ich steig mal kurz aus und gucke mal kurz da rein. Los,
Hab ich irgendwas? Okay. Waffenkiste. Nehmen die, was haben wir hier? Und das haben wir. Okay, den haben wir glaube ich schon so. Was haben wir da? Da sind wir auch noch. Ja, ich muss mich doch ein bisschen ausrüsten. Ganz schön dreckig ist er geworden. Und hat Schaden bekommen vom Rumstehen. Was haben wir eigentlich von der Waffe? Wir haben alles. Ah, man kann auch mit LB ranschieben. Sieht man da ein bisschen mehr. Ah, da hinten ist noch eins. Geschütz erledigt. Los. Da hinten ist einer. Der ist noch einer und da. So. So, langsam durch. Fahren wir kurz ein, zwei Stück wieder zurück und reparieren uns nochmal. Und da gucken wir, dass wir da alles einnehmen und zerstören und kaputt machen. So, weiter geht's. Der Vollständigkeitshalber ist auch kaputt. Und da haben wir schon die nächsten Ziele. Oh, haben wir mal gut die Kurve bekommen. Wow. Das macht zwei. Dranbleiben, Jungs. Das war das Letzte. Das Dorf gehört uns. Yeah. Schön. Mit so einem Panzer ist es total einfach. Haben wir auch selbst reparieren können? Wunderbar. Da gibt es wieder Munition und verschiedene Waffen. Haben wir auch, denke ich mal, ganz gut sind wir ausgestattet und gerüstet. Deswegen können wir einfach mal das liegen lassen und... Was? Das ist kaputt. Weiß gar nicht. Ja, sieht ziemlich kaputt aus. Aber da ist noch eins. Ist noch eins da? Sehe ich gerade im Moment. Ich glaube, da ist noch was da. Noch eins. Da stand ein bisschen sinnlos rum, weil er überhaupt gar nichts gemacht hat. Ansonsten da hinten noch ein paar. Und übernehmen wir das mal alles hier. Ach, so. Der noch? Da hinten ist noch. Okay, vorne ist noch einer. Auch weg. Und da oben ist auch irgendwas, was unten schießt. Haben wir getroffen? Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob zu hoch, zu runter. Ich immer noch nicht. Kann doch nicht sein. Wir treffen was, aber es tut uns ganz gut. Schön. Reparieren wir wieder. Ach, da ist einer.
Und fertig ist er. Haben sie auch erwischt? Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Aber da die wegrennen, sind die nicht das Problem. Schießt hier hinten was auf uns? Schlinge versteckt sich hinter uns und wird uns hinter uns angreifen. Können wir überhaupt nicht leiden. Okay, war echt einer. Sehr schön. Okay, da vorne ist noch ein Panzer und das kann wieder Stunden bzw. ewig dauern. Da die sehr... Ein Maschinengewehr weniger. Guck mal erst, dass wir mal das alles von hier ein bisschen erwischen. Machen wir das von hier aus, denn... müssen wir nicht allzu viel Schaden einstecken. Ich weiß gar nicht, warum die alle da hinrennen. Rennen doch ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall machen wir schon Schaden, so wie es aussieht. Brennt gleich und... So, können weiter. Ich höre zwar Stimmen und auch irgendwie die erzählen, aber... Erledigt die Feldgeschützbesatzung! Einmal frei da um Feuer rein. Alle deutschen Stellungen auf der Brücke räumen! Na gut, das wird... Ah! Mit einer Wasser versteckt sich. Da hinten ist wieder so ein Geschütz. Okay, da hinten war wieder so ein Geschütz. Und daneben ist auch wieder so noch ein Stückchen zurück. Okay, kannst du jetzt losgehen? Wir versuchen es mal. Edwards, bring uns rüber! Verbrennen uns noch kurz vorher einmal. Schön. Das war kurz alles das Schirm, was ich jetzt schon sehe. Wenn ich es denn treffen würde. Das war zu hoch. Infanterie! Machen wir sie fertig! Okay. Schade. Ich versuche das natürlich ein bisschen außen zu nehmen. Denn wenn wir zu weit reinkommen, dann ist das nicht ganz so gut. Aber jetzt gerade läuft überhaupt gar nicht. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier weg. Scheiße! Ich hab keine Leute zu. Oh, die klettern hoch.
ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Oh, wir sind jetzt die Taube. Sehr schön. Wir steuern das Ganze mit dem rechten Stick. Oh, dann ist ein Luftschiff. Ich weiß gar nicht. Ah, doch, da ist die Richtung. Herrlich, das ist mal schon was anderes. Sind wir jetzt da? Sie geht runter. Kann ich noch steuern? Ne, doch, da, ich kann sie noch steuern. Oh, das ist schon ganz schwierig, wenn man drin sitzen weiß. Gleich ist alles vorbei. Das ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Was für ein Panzer. Verdammt! Vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit! Wir brechen durch. Edwards, ich fahre, du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Ja komm, geh raus. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Okay, würde ich sagen, machen wir erst an der Stelle eine Pause. Bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde ich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Nicht vergessen, den ganzen Daumen zu geben. Kommentar dürft ihr auch da lassen und selbstverständlich auch ein Abo mitnehmen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Coachy. Bye.